Herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung mit Tobias. Und wir sind immer noch bei Lego Dimensions und kümmern uns heute um kleine Monster. Ja, so Gremlins, die nach Mitternacht nicht gefüttert werden dürfen und nicht nass werden dürfen. Und sie scheuen Tageslicht. Die scheuen Tageslicht, ja. Okay. Diesmal geht es um, wie heißt es, Teampacks? Teampacks. Wo wir beide dummerweise nicht genau wissen, welche Funktion sie im eigentlichen Spiel haben. Leider nicht. Tja. Jetzt stehen wir da, haben lauter Zeug und wissen nichts mehr dazu. Die Anleitung teilen wir wieder auf. Ich halte das mal fest, dann kannst du die Figuren zusammenbauen. Zwischen Figuren und... Dann haben wir noch eine Kamera drin und ein Auto. Kamera und ein Auto, ja, stimmt. Mit dem Auto sind wir umgefahren, glaube ich. Ne? Hat er hier selbst die Fernbedienung in der Hand. Was ist da eben leer, aber das weiß ich noch. Ja, zwei Blanko und zwei mit... Verstehe, sie muss sie auch irgendwie auseinanderhalten können, die Dinger. Ich kann es mir nicht verstehen. Das ist Technik, die... Vielleicht muss man die übereinander stellen. Genau. So, ein Keks. Wo ist denn hier sein Keks? Wieso hat der eigentlich auf der Packung ein anderes Gesicht? Ja. Der liebe Gizmo. Da sieht er so fröhlich aus und da so traurig. Stimmt, ja. Aber irgendwie guckt er immer traurig. Im ganzen Film. Ja, da guckt er mal traurig. Ne, der kommt hier auf 3D-Brille rauf. Warum auch immer. Stripe heißt er, das wusste ich auch noch nicht. Ja, hier sein. Lernt man noch was. Kannst du schon mal die andere auf? Ja, Anleitung ja. Aufmachen? Ich guck schon. Ja, es ist halt nur die Figuren und das war's. Lad die neue Spielinhalte herunter, um diese Figur zu benutzen. Aha, also doch laden. Na, ja, bin ich gespannt. Warum steht da nichts? Weitere Infos findest du hier und hier. So. So. Auf ein Figürchen. Ich stelle gerade fest, in dem Film, in dem Spiel wird offenbar sehr viel Auto gefahren. Ja. Es sind viel, viele Autos gebaut. Wie ist das? Der dritte, vierte? Jedes Vehikel. Für jeden Vehikel, ja. Wir haben den Echo, wir haben von Sonic einen. Ach, Sonic hat auch einen, stimmt. Ja, und Humor. Und natürlich Batman. Krass. Ja. Das Batmobile. Alles gut. Hier darfst du das. Der ist falsch. Der mal. Ja, Gremlins stelle ich mir auch witzig vor, die zu spielen in so einem Deko Dimensions. Machst du bestimmt Chaos oder so. Scheiße, ne? Ne, der braucht einen flachen. Hätten sie aber auch ein Levelpack draus machen können, irgendwie entweder in dem Kino oder in dem Freibad, in dem Schwimmbad im zweiten Teil. Okay, stimmt. Aber wir wollen ja mal nicht so sein. Man muss auch mal mit den kleinen Dingen zufrieden sein. Ja, zumal ja bei den Levelpacks und so immer neu programmiert werden muss. Das ist ja deutlich aufwendiger, vermute ich jetzt mal. Ist ja schon kommen nachher. Leider haben sie keinen Platz mehr. Aber ich meine, man kann auch auf SD-Karte speichern, dann ist das kein Thema. Aha, okay. Ja, weil... Ich weiß das ja noch nicht. Ich hatte mir für Mario Kart diese DLCs mal besorgt, wo sie im Angebot waren. Irgendwie statt 10 Euro pro Stück hast du beide für 12 gekriegt oder so. Und dann dachte ich mir, oh Mario, gerade die Zelda-Level fand ich ziemlich cool. Das wirst du ja dann irgendwann nochmal sehen. Ja, Zelda-Level. Also, immer geil. Mario Kart 98, also meines Erachtens nach Mario 64, richtig geiler Titel. Jetzt, wo ich driften kann. Genau, den roten habe ich gesucht, danke. Ja, doch, der guckt raus. Ja, der guckt raus, ist schon richtig. Ein Schwarzer da. Ah,
Habe ich. Okay. Ah. Da kommt er. Da. Danke. Ups. Cool, also cooles Gefährt auf jeden Fall. Ich glaube, Sportwagen. Wäre natürlich cool, wenn der jetzt auch noch ferngesteuert wäre. Wie angegeben, so RC Racer. RC not included. Ja, genau. Dann müsste man, ja, Amerikaner sind so drauf. Da steht RC Racer, das ist aber geil. Okay. Die Reifen. Du. Ja, ich denke, das war's dann noch. Nee, ja, Patenten noch. Sehr schön. Und dann brauche ich schon mal. Welchen nehmen wir denn? Ja, den. Ja, das war das Auto. Krass. Das geht ja wirklich flott. Das geht richtig flott. Ja. Ein RC-Racer. Cooles Ding. Wirklich. Den Fotoapparat hast du dann mal. Ja. Alles gut. Das soll ja nicht als Bestrafung gehen. Ich wollte ja nur mal sagen, wechseln wir uns ab. Das wollte ich damit sagen. Schon. Zeit läuft. Bam, 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 bam. Schon verloren. Echt? Mann, das ging aber schnell. So ein Mist aber auch. Ich komme dir von unten entgegen. Ja, genau. Fertig. Wenn man das so wüsste. Ja, ich stelle mir mal vor, es gibt vielleicht Leute, die könnten den Turm von Orta blind aufbauen. Echt? Ja, warum nicht, wenn du das 2000 Mal gemacht hast. Ja gut, selbst dann ist es ja schwierig. Machst im Leben nichts anders. Ja, es gibt Leute, die können dir zum Beispiel Ikea-Regale zusammenschrauben ohne Anleitung. Ja gut, das geht auch. Ja, dann geht das auch. Musst du nur ein bisschen mehr wissen halt. Vor allem bei dem Turm von Orta, der ja nicht wenig, wie viele Teile hatte der? Weiß ich nicht mehr aus. Über 1000. Über 1000. Ja. Der macht sich auch immer noch gut bei mir. Ja, meine Simpsons-Häuser machen sich auch. Allerdings stehen sie jetzt nicht mehr bei den Simpsons DVD, was mich ein bisschen stört, aber das ist okay. Ja, man muss Kompromisse machen. Das ist schon richtig. Dann kommt noch so ein Vierer drüber und dann passt es. Ja, ja. Jetzt. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Insel, genau. Da habe ich jetzt auch drin gedacht. Alles Copyright. Ja, natürlich. Aber wir singen es ja nicht. Nö. So. Das erkennt YouTube so nicht. Nein, alles gut. Vor allem ist ja jetzt mit der GEMA alles in Ordnung. Ja, aber trotzdem, wenn du nicht fragst, kriegst du böse Aua. Ja, das ist sowieso. Mhm. Immer schön Lieder verwenden, die ihr entweder selbst geschrieben habt oder irgendwie royalty-free, wie man so schön sagt, sind. Mhm. Wobei royalty-free nicht gleich royalty-free ist. Das auch, ja. Das kann nämlich auch bedeuten, dass du es zwar benutzen darfst, aber nicht publizieren darfst. Da gibt es dann auch wieder Unterschiede. Ja, ist schon manchmal echt mühsam. Es ist schon hart. Am besten, du schreibst alles selber. Am besten, ja. Ist ja schnell gemacht. Natürlich. Ja. Hast du in der Mitte den hier vergessen? Jo, stand. Oh Gott. Ich habe gelesen, Polaroid sind wieder im Kommen, ne? Ja, habe ich auch gelesen. Ich habe meine sogar noch. Die sind im Keller. Was macht der im Keller? Ja, ich habe es halt irgendwann nicht mehr benutzt, weil die Filme immer so teuer waren. Ja, das stimmt. Hatte zwar immer den Vorteil, hey, schönes Foto, sofort, ne? Aber dafür waren die Filme sehr teuer. Ich weiß schon gar nicht mehr, was sie gekostet haben, so lange es her. Kriegt man die überhaupt noch? Gute Frage, nächste Frage. Aber müsste es noch geben, weil auf einem Konzert, wo ich war, da war eben die DEW und hat Fotos gemacht mit Polaroid-Kamera. Also, da müsste es noch geben. Denke ich auch. Zumindest wird es sie jetzt wieder geben, aber damals gab es auch eBay und Co. noch nicht. Stimmt. Das war ja in den 90ern, Anfang der 90er, da war eBay ja noch nichts. Wahrscheinlich kriegst du jetzt einen Film für einen Euro, das wäre natürlich ein Schnapper. Da würde ich auch wieder mehr fotografieren. Ach.
Müsste ich gleich mal hochholen, das Teil. Jetzt, wo ich das so sehe. Ja, das ist aber, ne? Da kommt das Retro-Feeling wieder hoch. Bitte schön. Und wir haben wieder was über. Das ist schon. Für die anderen Bauten. Für die anderen Bauten. Was kann man noch draus machen? Können wir mal kurz gucken. Ein Gadget-O-Matic. Sacklet Scorpion. Das sind alles so Sachen, die im Film nichts zu suchen machen. Das ist ja nicht schlimm. Rampage Record Player. Wüsste ich jetzt nicht. Eine Schallplatte. Warte mal, ist da eine Schallplatte bei gewesen? Da? Ja, ist bestimmt nur Optik-Sache. Nee, da ist auch keine drauf. Das ist nur so ein Zylinder. Richtig. Und dann Stripe of Throne. Sagt mir alle nichts. Die haben alles ganz komische Namen. Vielleicht durften sie gerade die nicht mehr benutzen. Wahrscheinlich, ja. So, das einmal für die Zuschauer. Einmal, hallo. Kann man vorstellen? Boah, wie lieblos, ey. Ja, was heißt lieblos? Lieblos heißt lieblos. Ohne Liebe. Oh, und kaputt macht das auch. Oh, oh, oh. Wir waren mal kurz fertig. So. Sehr schön. Wenn dann richtig. Und was es für eine Bewandtnis hat, sehen wir dann im Spiel. Vielleicht nehmen wir davon auch noch was auf. Mal gucken. Ja, mal gucken. Ja. Wenn das technisch so geht, das weiß ich ja noch nicht. Müssen wir vom Fernseher aufnehmen. Heutzutage dürfte das ja kein Problem sein. Mit Röhre ging halt immer nicht. Ah, guck mal, was fehlt. Was habe ich denn vergessen? Nee. Was? Okay. Ja, ist gut, alles gut. Dann muss raus. Sowas unterstellen. Alles gut. So, dann kommen wir mal kurz wieder raus. Habt dann schon vermisst, ne? Kann ich verstehen. 10 Minuten ohne uns? Nein, das gehört da nicht hin. Doch. Nein. Wenn das so sehe, dann gehört das da hin. So. Du machst alles kaputt. Ich mache es nur schöner. So, unser Auto muss schöner sein. Ja, okay, hast recht. Hier sieht man es noch besser. Oh. Siehst du? Da sieht man es noch besser. Ja. Hm. Siehst du? Okay. Da. Schuld zugegeben. Passiert, nicht schlimm. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.